Doch, es muss diesen magischen Augenblick tatsächlich gegeben haben. Diesen Moment, von dem man später sagen konnte, das war wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Denn nur in so einer besonderen Sekunde der Weltgeschichte konnte er eine seiner genialsten Ideen zünden. Den Weltjugendtag. 1984 lädt Papst Johannes Paul II. Erstmals Jugendliche aus aller Welt zu sich ein. Rund 350.000 folgen der Einladung. Und sie tun es seitdem immer wieder. Alle 2-3 Jahre trifft sich die Jugend der Welt mit dem Papst. Hallo. An irgendeinem Ort der Welt. Hola. Bonjour. Hello. Eine grandiose Idee geht ihren Weg, der gepflastert ist mit etlichen Superlativen. 4 Millionen Jugendliche feiern in Manila mit dem Papst Gottesdienst. Nie in der Weltgeschichte gab es eine größere Versammlung. Die Teilnehmer, sie kommen aus fast 200 Nationen. Dazu eine Riesenzahl von Fernsehzuschauern. Das kennt man sonst nur von den Mega-Sportereignissen. Also eine absolute Erfolgsgeschichte, die jetzt schon in die x-te Auflage geht. Und dabei einem bewährten, immer ähnlichen Ablauf folgt. Die inhaltliche Orientierung liefert das Motto. Auch ganz wichtig, das legendäre Weltjugendtagskreuz. Vom Papst schon 1984 der Jugend anvertraut, ist es immer mit dabei, auf jedem Treffen. In monatelangen Prozessionen wird es durch die angrenzenden Diözesen bis zum jeweiligen Zielort getragen, gefahren, verschifft. Seit 2003 übrigens begleitet von einer Marienikone. Spätestens jetzt glasklar. Beim Weltjugendtag geht's um den Glauben. Und zwar einen Glauben mit Freude. Auch deshalb beginnt ein Weltjugendtag, der eigentlich nicht mal eine Woche dauert, immer schon ein paar Wochen früher. Wenn die Jugendlichen von allen Enden der Welt ins Austragungsland reisen, dann kommen sie in Gastfamilien unter oder in Gemeinschaftsunterkünften. Sie lernen so die kulturellen Eigenheiten des Gastgeberlandes kennen. Auch seine besonderen Glaubenstraditionen. Und sie lernen einander besser kennen, zum Beispiel in gemeinsamen sozialen Projekten. Und dann, dann ist es endlich soweit. Alle strömen sie zusammen. Zu gemeinsamen Gottesdiensten und Gebeten, zu Katechesen, Diskussionen, auch Konzerten. Und das alles in vielen, vielen Sprachen. Schließlich der absolute Höhepunkt. Der Gastgeber fliegt ein, höchstpersönlich. Und ab jetzt reiht sich ein Highlight an das andere. Alle zusammen machen sich auf den Weg durch die Stadt, dem Kreuz hinterher. Wieder alle zusammen. Das Abendgebet, einen Tag später. Das ganz Besondere an diesem Abend, es geht keiner nach Haus. Alle übernachten unter freiem Himmel. Um am anderen Morgen zusammen einen letzten großen feierlichen Gottesdienst zu feiern. Das große Fest der Glaubensfreude nun zu Ende? Nicht ganz. Puh. Denn zu allerletzt, der allerletzte Höhepunkt. Der Papst And the winner is verkündet Termin und Ort des nächsten Weltjugendtags. Und alle, die dabei sind, spüren in diesem Moment ganz genau. Im Himmel, da sitzt nun jemand, der weiß, wie recht er doch hatte.